Mit roten Bengalos in der Hand feiert Boris Herrmann seinen Zieleinlauf. Die Sea Explorer ramponiert und schwer beschädigt. Der deutsche Segelstar erlebt auf den letzten Metern ein echtes Drama. Knapp 90 Seemeilen vor dem möglichen Triumph kracht er in der Nacht mit 30 km/h in einen Fischkutter. Die Alarmsignale hatten offensichtlich versagt. J'ai fait un petit cauchemar. Also ich habe da heute Nacht wirklich einen Albtraum durchleben müssen. Plötzlich habe ich eine hohe Wand gesehen von diesem Fischkutter. Mein Segel schrammte dagegen. Zum Glück konnte ich aber noch weiterfahren. Die historische Siegchance in einem Augenblick ins Wasser gefallen. 28.000 Seemeilen. Einmal rund um die Südhalbkugel und wieder zurück. Im Kampf gegen die tosende See, meterhohe Wellen, Wind und Wetter. Mensch gegen Natur. Komplett auf sich allein gestellt läuft Herrmann nach 80 Tagen, 20 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden ins Ziel ein. Platz 4. Kein Podium, dafür aber einen stolzen Vater. Boris hat gewonnen, und zwar die Herzen von Millionen von Menschen. Und das ist für mich so wichtig, ob er da aufs Treppchen kommt oder eben nicht mehr aufs Treppchen kommt. Hauptsache, er kommt heil an. Angekommen, und zwar als Sieger, der Shampoos-spritzende Franzose Yannick Bestaven. Dank einer Zeitgutschrift von knapp 10 Stunden. Keinen Pokal, dafür aber wieder in den Armen seiner Familie ist Boris Herrmann. Nach einem Wahnsinnsritt in 80 Tagen um die halbe Welt.